Taubertal-Festival. 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 Ich stehe hier mit Olli. Olli, stell dich doch erstmal kurz vor. Ja, also ich bin Olli. Ich bin Teil von Format F, die das hier veranstalten, gemeinsam mit Mucho More, die auch hier eine Bar unter anderem haben und auch Festivals und Veranstaltungen machen und gemeinsam mit dem Taubertal Festival. Und ja, also ich bin quasi Rotenburger, genauso wie viele von uns, wohne hier schon ewig. Und ja, insgesamt sind wir einfach furchtbar glücklich, dass wir da jetzt quasi das erste Mal Teil des Festivals, des Taubertal Festivals sind und hier oben eben im Burggarten so eine vierte Area quasi aufbauen können. Ja, sehr cool. Okay, Format F, was bedeutet das? Was macht ihr? Ja, Format F, was die Bedeutung ist, immer schwer zu sagen. Wir haben uns ursprünglich mal gedacht, dass das F bei Format irgendwie für Freunde steht, weil wir uns alle schon ewig kennen, also wir sind zu fünft. Das kommt alles aus dem Grenzkunst e.V. hervor. Das ist ein ehrenamtlicher Verein, der so Elektrofestivals macht. Und dann haben wir fünf des Vereins irgendwann dazu entschieden, das auch mal über das Ehrenamtliche hinaus zu machen. Und dann ist Format F eben als Firma entstanden. Aber es steckt, ich hoffe, man sieht das auch so ein bisschen hier, trotzdem immer noch viel Liebe im Detail. Und ja, das ist quasi Format F, ja. Also einfach, was machen wir? Also wir haben Bock auf Kultur, auf Kunst, steckt unglaublich viel Idealismus drin. Aber Format F eben deswegen gegründet, damit man auch mal ein bisschen was damit verdienen kann. Ich glaube, das ist, darf man auch manchmal. Ja, und jetzt seid ihr hier heute hier im Burggarten. Was habt ihr hier geplant? Was macht ihr hier? Ja, also die Idee kam vom Volker Hirsch tatsächlich auf, also dem Veranstalter vom Taubertal Festival. Das war 2019, glaube ich, noch. Und hatten wir ursprünglich gesagt, Jubiläum, 25 Jahre Taubertal, 2020, dass wir dann hier im Burggarten, wollte irgendwie was machen. Und es ist halt auf uns zugekommen, weil wir hier öfter schon ein bisschen Sachen auch gemacht haben in der Stadt. Und dann haben wir gesagt, ja, ist eigentlich eine richtig coole Idee. Wir eben alle zusammen. Und dann ja, kam Corona, hat sich alles verschoben. Und ja, jetzt können wir es endlich machen. Und also Burggarten, wie gesagt, war lange schon eine Idee von Volker, hier mal hochzugehen. Wir haben Burggarten immer schon auf dem Schirm. Früher war hier immer das Burggartenfest in Rotenburg und es ist so ein schöner Park, so ein schöner Ort in Rotenburg und den einfach mal zu bespielen. Und ja, und dann war die Idee eben zu sagen, ein bisschen was anderes zu machen, damit eben jetzt hier nicht oben einfach eine vierte nochmal irgendwie Bühne mit Rock und Indie und so weiter ist, sondern hier oben eben eher ein bisschen elektronisch, in der Früh Yoga, Lesungen, so Geschichten, dass es einfach einen anderen Part nochmal gibt, einen anderen Teil vom Festival. Und ich würde mich jetzt trauen, am Sonntagmittag schon mal das Fazit zu ziehen, dass es, glaube ich, echt auch ein Erfolg war, dass es viele auch hergezogen hat, die nicht auf dem Festival waren, aber genauso auch sehr, sehr viele vom Festival hochgependelt sind und es einfach eine tolle Ergänzung, glaube ich, geworden ist. Ja, sehr cool. Und was kann man von euch als Format F so noch erwarten in der nächsten Zeit? Ich hoffe viel. ja, also wir haben schon noch ein paar Dinge vor, also gerade eben hier in Rotenburg. Also wir haben auf jeden Fall vor Richtung Dezember auch einen kleinen alternativen Weihnachtsmarkt für ein paar Tage auch hier im Burggarten zu machen. Der war auch schon mal geplant, ist dann Corona zum Opfer gefallen. Wir werden, wenn es klappt, wieder an Silvester hier auf dem Marktplatz eine schöne Geschichte veranstalten, hoffentlich mit viel Lichtillumination vom Rathaus und auch Getränken und so weiter. Ja, und ansonsten, also wir spinnen eigentlich die ganze Zeit Ideen, versuchen kreativ zu sein und meistens kommt dann irgendwann irgendwas bei raus und das setzen wir dann um. Also wir sind auf jeden Fall so noch ein bisschen on fire. Also wir haben noch Energie und wir überlegen uns immer irgendwas Neues. Okay, cool. Und wo kann man mitbekommen, was ihr so tut? Also wir sind relativ viel so auf Instagram, Facebook und so weiter aktiv, also da kann man uns relativ gut folgen. Ansonsten klar, einfach googeln, Homepages, vielleicht an der Stelle auch noch, also wir haben hier auch eine Kneipe in Rotenburg, das Landwehrbräu am Turm übernommen, also da findet man auch immer, also wenn man Landwehrbräu am Turm mal auf Instagram sucht, da kommt immer viel auch, was wir eben sonst als Format F noch machen. Also da ist es, glaube ich, am besten, das ist das Aktuellste. Die Homepages sind nicht immer aktuell. ja, genau. Okay, cool. Ja, dann danke dir, Olli, für unser Gespräch und viel Erfolg euch. Ich danke dir. Ich stehe hier mit Ami, einer der Künstlerinnen hier aus dem Burggarten. Ami, stell dich doch erstmal kurz vor. Genau, ich heiße Ami Warning, ich bin aus München. Heute hergefahren und durfte gerade so ein bisschen Musik einfach machen mit meiner Akustikgitarre,
Es ist so Soul, Singer-Songwriter, auf Deutsch auch viel. Genau. Was bedeutet dir Musik? Oh, viel. Also, früher habe ich einfach nur gerne Musik gehört und es war halt so, ja, was einem auch manchmal weiterhilft. Aber seitdem ich das so auch als meinen Beruf gefunden habe, weiß ich nicht mehr, hat es nochmal eine ganz andere Tiefe. Also, auch einfach, wie man Leuten Dinge sagen kann durch die Musik, die man sonst mit Worten oft gar nicht so hinkriegt. Also, ja, ich liebe Musik. Und was ist das Schönste für dich hier am Taubertal-Festival? Also, ich muss gestehen, dass ich noch nicht viel gesehen habe, außer jetzt den Bereich, den ich aber sehr cool finde. Ich fand die Leute gerade echt cool. Ich wusste gar nicht, wie es so wird. So, es kostet keinen Eintritt. Manchmal ist die Interesse dann auch nicht so groß. Aber die Leute haben echt mega gut zugehört und haben irgendwie CDs mitgenommen und so. Also, irgendwie schöne Stimmung und die Leute waren auf jeden Fall cool. Dann wünsche ich dir hier noch viel Spaß und danke dir. Danke auch. Gandalf, wie geht's dir am Festival Freitag? Mir geht's hammermäßig gut. Hammermäßig bin gut. Nur müde, aber scheißegal. Warum das Outfit, Gandalf? Weil ich's kann. So, wen habe ich hier getroffen? Braunjan Weiler. Hofwacker Lukas Böhmweiler. Jonas Geringer, Schwarze Brunnen. Sehr gut, okay. Und wie oft war ich schon auf dem Taubertal? Viermal. Das ist das erste Mal. Cool. Seit ich laufen kann. Echt cool, okay. Was ist das Schönste am Taubertal-Festival? Das Fett saufen und durchschnurren. Das gute Bier. Der Campingplatz. Ja. Macht dir da am meisten Spaß? Ja, doch. Es ist einfach gute Gemeinschaft und gute Stimmung. Ja. Sehr gut, okay. Ich habe gerade wen getroffen? Jana. Jana, wie oft warst du schon auf dem Taubertal? 2019 einmal und eigentlich 2020 und jetzt halt heuer. Was ist das Schönste am Taubertal? Die Offenheit von jedem, finde ich. Dass man einfach irgendjemanden kennenlernt, jemanden trifft und zack, ist man mit dabei. Das finde ich hier so schön. Und einfach alles, das Feeling ist schön. Ich bin der Andi, hi. Hi Andi. Wie geht's dir? Super. Super, sehr gut. Geht bergauf. Geht bergauf, auch gut. Was ist das Schönste am Taubertal-Festival? Dass man endlich mal wieder aufs Festival darf. Camping. Wie oft warst du schon auf dem Taubertal-Festival? Das erste Mal tatsächlich. Das erste Mal? Ja. Und was ist so dein erster Eindruck? Super. Ja, sind coole Bands auf jeden Fall. Campingplatz ist anders als die anderen. Was ist da anders? Man darf gefühlt alles machen, alles mitnehmen, alles trinken. Das ist besonders cool. Corona ist super, haben wir festgestellt. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.